Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer mit einer neuen Runde Isaac. Heute mit dem guten Isaac selbst. Ja, ich habe mir gedacht, den haben wir schon lange nicht mehr gespielt, nachdem ich jetzt immer wieder versucht habe, mit dem Azazel da irgendwas zu reißen, es aber nie geschafft habe. Oh, Stompy. Stimmt. Ah, das war das gute Item, wo wir jetzt hier alles platt machen können. Was ich im Übrigen sehr nützlich finde, aber man muss es auch richtig einsetzen. Und ob ich das kann, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ja, ich habe auf Twitter gefragt, ob ihr irgendwelche Vorschläge für Themen habt, die ich heute behandeln könnte. Und da war, in der Tat, waren da viele sehr, sehr interessante Vorschläge dabei, wie ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich für ein Thema entschieden, über das ich schon lange reden wollte, was ich auch schon, glaube ich, sehr lange angekündigt habe, was ich dann aber definitiv letztendlich nie gemacht habe. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht, weil ich wollte es immer machen. Ich glaube, ich habe es einfach vergessen. Und zwar wollen wir heute über den Konsum reden und philosophieren und damit im Zusammenhang auch ein bisschen über die Internetnutzung und die Gruppe der sogenannten Otaku. Ja, da wäre der ein oder andere wird wahrscheinlich Bescheid wissen. Es geht auch, und das ist tatsächlich eins der großen Punkte meines Projektes gewesen für die Bewerbung, für die Auslandsbewerbung nach Japan, für Japan. Ja, der Konsum eben, ne? Medienkonsum und so weiter und so fort. Vorher, ich wollte auch euch einen Tipp geben. Genau, was mir aufgefallen ist, also ich habe in letzter Zeit, ich bin ja immer noch mit meinem Essen am Kämpfen, ne? Also ich bin wieder ganz gut dabei, also normal zu essen und so, also ich habe wahrscheinlich eh immer normal gegessen, aber manchmal esse ich halt mehr, als ich eigentlich sollte, weil ich esse halt so gerne, ne? Und dann isst man schon mal ein bisschen mehr. Ja, und was ich festgestellt habe, definitiv, ist Folgendes. Das ist mir gestern mal wieder aufgefallen. Und ich glaube, damit habe ich jetzt meine Versuchsreihe zum Essen auch, erstmal abgeschlossen. Denn ich experimentiere ganz ehrlich gesagt auch gerne rum, muss ich auch sagen. Also ich esse mega gerne. Aber ich habe teilweise auch einfach mal geguckt, was so passiert, wenn ich bestimmte Sachen esse und ja, wie das so läuft. Mein Gott, dauernd läuft er in mich rein, weil ich den irgendwie, also den Endgegner hier finde ich ätzend, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das ist nicht mein Lieblingsgegner. Ja, und zwar, ich esse auch unglaublich gerne Brötchen, ja. Jetzt ist natürlich, Getreide ist immer so eine Geschichte. Es gibt viele, also was heißt, es gibt viele, es, also in Ernährung. Fangen wir mal so an. Ernährungswissenschaft ist eine ganz lustige Wissenschaft. Ja, das ist eine richtig... Habe ich noch irgendwo was? Nee, habe ich nicht. Ist eine richtig lustige Wissenschaft, einfach aus dem Grunde, weil jeder was anderes sagt. Ja, es gibt die Ernährungsberater, die sagen dies. Dann gibt es die anderen, die sagen dies. Dann liest du in irgendwelchen Zeitschriften, vor allem diese ganz schlimm, diese Zeitschriften, ja, liest du dann das. Da liest du aber wieder das und die sagen aber wieder das. Der Arzt sagt aber auch wieder was anderes. Es gibt in diesen Ernährungswissenschaften relativ wenige, die wirklich versuchen, wissenschaftlich fundiert da irgendwas zu machen. Vor allem, man weiß natürlich so ungefähr, wie der Körper funktioniert und was es da so für Sachen gibt. Aber trotzdem steckt das alles noch in den Kinderschuhen, würde ich behaupten, ja. Man weiß, man findet immer noch neue Bakterien im Körper, die dann wieder für irgendeine Verdauung oder sowas zuständig sind. Oder irgendwelche Enzymsachen, die dann da irgendwas spalten und so. Ne? Man findet noch so viele Sachen, genau wie in der Gehirnforschung, ja. Da ist ja auch noch so viel unentdeckt, sage ich mal. Man vermutet zwar viel, dass das so ist und diese Gehirnareale und Bereiche für das und das zuständig sind. Im Grunde weiß man es aber nicht sicher, ja, und vermutet es nur. Ich meine, allein schon, wenn man sich... Ist ja eine Überlegungssache, sage ich mal. Wie kommen die Neurowissenschaftler und so an ihre Ergebnisse? Die machen, ja, gucken, also schieben den Menschen in die Röhre rein, zeigen ihm Bilder und so weiter und so fort, erstellen Gehirnscans und gucken dann, welche Regionen im Gehirn sind irgendwie aktiv und welche nicht. So, aber das ist natürlich auch, also ich find's auch schwierig, das dann so zu machen, denn man darf natürlich auch nicht vergessen, dass so ein Mensch, wenn er in der Röhre drin ist, natürlich auch in einer anderen Situation vielleicht ist. Das hat er vielleicht im Kopf auch drin. Und da beeinflussen ihn dann auch wieder Sachen und die Deutung ist auch immer so eine Geschichte. Also es gibt halt relativ viele Sachen, die nicht ganz einfach sind, sage ich mal. In der Wissenschaft generell immer. Man hat ja immer das Problem, ich habe ein Phänomen, das möchte ich erklären oder beobachten weiter. Wie stelle ich vergleichbare Situationen her, in denen ich das Phänomen am natürlichsten beobachten kann, ohne dass meine Versuchsperson, bei Menschen ist das natürlich immer ein Problem, deswegen auch in der Sozialforschung immer ein großes Problem,
ne, man ist ja immer selbst Teil des Feldes, beziehungsweise man versucht nicht Teil des Feldes zu sein. Dann gibt es aber die Theorien, die sagen, man muss Teil des Feldes sein und versuchen mit seiner eigenen Subjektivität, die muss mit einberechnet werden und so weiter und so fort. Also da gibt es halt viele Probleme immer. Ja, auf jeden Fall sagt ja jeder was anderes, deswegen probiere ich in dem Rahmen auch immer mal ganz gerne selbst aus, was von meinem Gefühl her, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Und ich habe definitiv festgestellt, wenn ich zu viele Brötchen esse, klingt jetzt so scheiße, aber es ist einfach so, dass ich dann unfassbar müde werde. Also generell wird man von Essen müde, ne? Blutzucker steigt dann und ja, dann wird man halt ein bisschen müde und ist dann eher träger. Aber bei mir ist das wirklich, beim normalen Essen geht es, ja? Also wenn ich jetzt irgendwie so Obst esse oder Gemüse oder so, dann geht das immer. Und wenn ich vor allem nicht so die Mengen esse, funktioniert es halt auch. Aber wenn ich Brötchen esse, sagen wir mal, ich esse so 3 Brötchen, da werde ich so unfassbar müde. Hatte ich gestern auch wieder. Habe ich gestern Mittag 3-4 Brötchen gegessen. Einfach so. Ja. Und ich wurde so müde. Ich saß dann hier bestimmt irgendwie 1,5-2 Stunden rum und habe nichts gemacht. Außer mich irgendwie ein bisschen durch YouTube und die halbe Welt geklickt. Ja. Weil ich war einfach so müde. Ich bin gar nicht klargekommen. Und das ist immer bei mir so. Immer wenn ich dann so die Brötchen esse, dann... Ja, werde ich saumüde. Das heißt, ja, beobachtet das. Oh, da habe ich vergessen, offline zu gehen bei Steam. Deswegen haben wir jetzt hier den guten Beicht, der da irgendwas spielt. Ich glaube, da werde ich jetzt gleich mal nach dem Endkampf offline gehen. Ich darf auch das weiße Herz nicht vergessen. Ja, aber wie gesagt, Ernährungswissenschaften ist ein ganz, ganz schwieriger Bereich, weil da sagt jeder was anderes. Es gibt auch viele Blogs im englischsprachigen Bereich dazu, soweit ich weiß. Und die erforschen das dann auch teilweise selber. Und ja, ne, es gibt die Leute, die sagen, Fleisch essen ist nicht gut. Es gibt die Leute, die sagen, das ist nicht gut, dies ist nicht gut. Dann gibt es aber Leute, die machen genau das, von denen die anderen... Boah, das war jetzt fies. Alles down, oder was? Ah, full health. Ja, okay. Ja, okay. So, gehen wir erstmal hier gucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was dieser Kopf da macht, ne? Aber weil wir ja eh noch eins kriegen... Was macht der denn überhaupt? It accept your offering. Ja, guck, das verstehe ich auch wieder nicht. Oh, egal. Ich habe ja irgendwas accepted. Ist auch egal, Leute. Ist auch egal. Ja, da muss man also relativ viel selbst rausfinden. Oder wirklich gucken, dass man sich mit Quellen beschäftigt. Oder mit Leuten beschäftigt, die das Ganze wirklich wissenschaftlich, biologisch angehen. Die sagen, es gibt das Bakterium im Darm oder so, das kann das und das aufspalten, das kann das und das verdauen, das ist für die und die Sache da. Deswegen ist es gut, das oder das nicht zu essen oder was weiß ich was. Ja, deswegen, da möchte ich eigentlich auch mit keinem von euch jetzt eine große Diskussion eingehen, sondern eigentlich, weil ich weiß, dass das in nichts endet. Weil diese Ernährungsdiskussion habe ich auch schon des Öfteren geführt. Und vor allem mit Vegetariern, das ist auch immer lustig. Also ich habe absolut überhaupt nichts gegen Vegetarier, möchte ich sagen. Ich finde, jeder soll essen und leben, wie er möchte. Aber ich finde es schlimm, wenn man versucht, andere davon zwingend zu überzeugen. Und da gibt es leider viele Vegetarier, die das tun wollen. Und ja, aber es gibt auch genauso viele, die das nicht tun wollen. Und ja, wie gesagt, ich habe gar kein Problem. Also für mich kann jeder essen und wie er will, aber ich möchte halt auch, dass man akzeptiert, dass ich so esse und lebe, wie ich möchte. Und da habe ich keine Lust, dass jemand da irgendwie meine Sachen da irgendwie kritisiert oder so. Da kann mich gerne darauf aufmerksam machen, aus welchen Gründen er dies oder das tut, warum er Vegetarier ist, und kann versuchen, mich davon vielleicht auch zu überzeugen. Aber wenn ich dann letztendlich sage, nee, mache ich nicht, dann soll er mich auch in Ruhe lassen. Also, finde ich zumindest. Ich lasse andere Leute ja auch leben. Nee, was ich euch nur sagen wollte, ist, Essen ist wichtig, ja, und Körper ist auch wichtig. Und das, was man isst, ist auch wichtig. Und da sollte man auf jeden Fall einfach mal ein bisschen drüber nachdenken und gucken, so, wie reagiert der eigene Körper eigentlich auf bestimmte Dinge. Denn viele Krankheiten, was heißt Krankheiten? Ja, viele Krankheiten und auch so Autoimmungeschichten und so vielleicht, wenn die nicht gerade erblich bedingt sind, müssen die ja irgendeinen Grund haben. Also das ist immer so meine Grundphilosophie. Wenn eine Krankheit nicht erblich bedingt ist, dann hat sie irgendeinen Grund. Und wenn sie irgendeinen Grund hat, dann kann man den auch wieder ändern. Also gerade wenn sie vorher nicht da war, dann hat sich ja irgendwas geändert im Körper und das kann man dann auch wieder ändern. Und ganz oft ist es wirklich so, dass es irgendwas mit dem Essen zu tun hat. Dass solche Krankheiten halt irgendeine Verankerung im Essen haben. Dass man eine bestimmte Substanz irgendwie zu oft zu sich nimmt und die dann dieses oder dieses Phänomen hervorruft oder die und die Krankheit hervorruft. Deswegen, falls ihr irgendwie eine Autoimmunkrankheit habt oder irgendwelche Hautausschlagkrankheiten oder irgendwelche chronischen Geschichten, fangt beim Essen an, Leute. Guckt, was ihr esst und... Oh, was ist das denn?
Controlled Tears. Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Eine Controlled Tier. Sowas habe ich ja noch nie gehabt. Also man muss natürlich gucken, dass man ein bisschen ausweicht. Ah, ich habe aber trotzdem eine bestimmte Range damit, in der ich nur Schaden machen kann. Wie cool ist das denn? Also klar, das, ich find das auf der einen Seite jetzt cool. Ist aber natürlich auch trotzdem nicht ganz so einfach jetzt. Ist überhaupt nicht einfach, aber ist sehr interessant. Vor allem, wenn man hinterher Damage Upgrade noch hat, glaube ich, ist das sehr interessant. Ach, guck mal, ich bin immer noch nicht offline gegangen. Wartet, mache ich mal kurz. Ja, also Autoimmunkrankheiten oder so, Krankheiten generell, schaut bitte, also kann ich euch nur empfehlen, schaut einfach mal, was ihr esst und ob es vielleicht daran liegen kann. Ich zum Beispiel habe in der, was macht denn der Stecker? Charge with Blood. Aha. Habe in der während der Schulzeit relativ oft, habe ich Halsschmerzen gehabt und war oft halskrank, also Mandelentzündung. Ja, und dann habe ich aber angefangen, da habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken ums Essen gemacht, sondern ich war früher ja auch ein bisschen schwerer. Ja, das hier ist natürlich ein Raum, der ist jetzt... Ich muss sie am besten irgendwie in der Mitte stehen lassen, wo möglichst viel passiert, ne? Aha. So. So, okay. War ein bisschen schwerer und dann wollte ich einfach weniger essen. Ja, wollte einfach ein bisschen abnehmen. Und ich habe mittags immer Brötchen gegessen. Immer. Und Schokolade habe ich auch viel gegessen. Und Chips vor allem. Ja, abends habe ich auch oft Chips gegessen. Und dann habe ich aufgehört, das zu essen. Und ich habe kein Halsschmerz mehr gehabt. Keine Halskrankheit mehr. Habe ich seit jetzt. Ich habe, glaube ich, das einmal dann noch gehabt. Ansonsten habe ich das nicht mehr gehabt. Und ich glaube wirklich, dass es daran auch lag. Weil da irgendwie, vertrage ich das nicht. Also wenn ich jetzt nochmal Chips, ab und zu isst man ja Chips. Einfach so, weil man Bock drauf hat, ne. Vielleicht, kennt man ja. Und wenn ich die jetzt nochmal esse, dann ist es wirklich bei mir so. Das ist jetzt interessant. Jetzt muss ich im Grunde nur ausweichen und schaff trotzdem das nicht. Ich hoffe, hier kann ich stehen bleiben jetzt. Ja, ich glaube, hier kann ich stehen bleiben. Ja, und schaff oft selbst das. Was schaffe ich nicht? Nee, sondern... ach, verdammt. Und ich weiß nicht, wie viele Herzen ich habe. Aber so ist doch viel einfacher, TT. Ja, das ist doch viel einfacher. Ja, seitdem ich das eben nicht mehr mache, habe ich das nicht mehr gehabt. Und ich habe halt auch das Gefühl wirklich, dass es daran auch wirklich lag, ne? Und ja, kann ich mich natürlich auch täuschen, aber es ist schon komisch, dass ich das seitdem nicht mehr hatte. Seitdem ich ich esse nicht jeden Mittag... Wie sagt man das denn? Ich bin voll schlecht heute. Aber vielleicht soll ich die Hand da sogar mitnehmen, ne? Ja, die Guppi-Dingens. Wer hat eine Idee, Guppi mitzunehmen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich tue es lieber nicht. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe viel zu lange jetzt über das Thema geredet, aber war vielleicht auch ein bisschen interessant für den einen oder anderen. Wie gesagt, Essen ist eine wichtige Sache. Das, was man in den Körper reingeht, hat auch einen Effekt auf den Körper. Und deswegen bei Krankheiten oder so immer mal gucken, was man so isst und... ob es vielleicht Phänomene gibt, die durchs Essen ausgelöst werden, sein könnten, hätten. Ja. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, dem Konsum. Da wollte ich ja eigentlich drüber reden. Ja, der Konsum, Leute, das ist ein... Also, was versteht man unter Konsum? Ich verstehe unter Konsum das Konsumieren von Dingen. Zum Beispiel, wenn ich ein Computerspiel spiele, dann konsumiere ich dieses Computerspiel. Ja, was ist eigentlich die Wikipedia-Definition von Konsum? Ich werde das gerade mal nachschauen, weil ich
das gar nicht so erklären kann gerade. Warte, schauen wir doch mal, was sagt denn Wikipedia zum Konsum? Unter Konsum, lateinisch consumere, verbrauchen. Ah, genau, Verbrauch. Versteht man allgemein den Verzehr oder Verbrauch von Gütern? Volkswirtschaftlichen Sinne steht der Begriff für den Kauf von Gütern des privaten Geh- oder Verbrauchs durch Konsumenten, Haushalte. Betriebswirtschaftlich wird der Output von Gütern als Konsum bezeichnet. Ja, das Verbrauchen von Gütern, ja, oder das Ansehen von Videos ist ja auch, ich konsumiere diese Videos. Ist also irgendwas mit den Gütern zu machen. Das ist in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten in der Welt natürlich, ja, hat sich das stark, wie soll man sagen, aus... Ah, verdammt. Vielleicht kann man sagen, ausgebreitet. Wisst ihr, was das Lustige ist? Das mit der Träne hier, ne? Das ist absolut nichts für so Leute wie mich, die irgendwie ein motorisches Problem damit haben, dass die linke Hand was anderes macht als die rechte. Also ich meine, das ist ja auch nicht ganz einfach. Aber ich habe da ein extremes Problem mit, weil vor allem jetzt auf so zwei Lager zu schauen, finde ich total schwierig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber ich kann eigentlich jetzt hier nicht irgendwie... Mich bewegen und ausweichen und mit der anderen Hand noch versuchen, irgendeinen anderen Gegenstand in irgendwelche Monster zu lenken. Bin ich zu schlecht für. Ja, also Konsumverbrauch von Gütern. In den letzten Jahren, natürlich die Wirtschaft ist stark nach vorne gegangen. Wir haben den PC, wir haben eine gewisse Globalisierung, die voranschreitet. Auf der ganzen Welt kann man aus allen Ländern Güter importieren. Man kann die verbrauchen. Der Fernseher war auch meines Erachtens nach ein riesen Schritt in diese Konsumgeschichte. Ja, man konnte auf einmal Videos konsumieren. Also, was heißt Videos? Ne? Also Fernsehsendungen, jetzt irgendwas im Bildschirm konsumieren. Das den ganzen Tag lang. Ja, der Wohlstand, ne, hier eines Landes wie Deutschland, extrem hoher Wohlstand. Das heißt, Leute können sich viele Spielereien auch kaufen, die sie eventuell gar nicht... Ah, The Stars, das war gut. Die sie eventuell... Oh, das Damage, das ist auch sehr gut. Mache ich jetzt mehr Damage hier, oder was? Hoffe ich doch mal. Können sich viele Dinge leisten, die sie sich vorher vielleicht nicht so leisten konnten. Man geht auch vielleicht öfter mal im Restaurant essen und so weiter und so fort. Also all solche Sachen tragen ja irgendwie, finde ich, wir sind ja irgendwie bei Trip, das kannst du für dich behalten. Sind ja irgendwie Konsumsachen, ne? Und das ist halt extrem angestiegen. Ich habe letztens auch noch mit wem habe ich, irgendjemand hatte sich das gefragt und habe ich gedacht, das ist eine interessante Frage. Ich war in der Uni irgendjemand. Und zwar, seit wann gibt es eigentlich das elektrische Licht? Das gibt es ja auch noch nicht so lange. Thomas Edison, die Elektrizität, eine gute, warte, ich gucke auch, wir machen heute mal Bildungsparts hier. Elektrizität erfunden. Wann war das? 1800, irgendwas müsste das sein. War das Edison, die Glühbirne, hat ja, Elektrizität kann man nicht erfinden, ich Idiot. Glühbirne. Wann wurde die erfunden? Wer erfand die Glühbirne? Glühlampe. Da haben wir es. Die Glühwurst. So, jetzt muss ich schnell den Text irgendwie scannen auf Geschichte da. Geschichte erstmal 1840er Jahren. Die erste Planet Glühlampe in den 1840er Jahren. Da muss man sich jetzt mal überlegen, in den 1840er Jahren. Das ist noch gar nicht so ewig lange her, ja, 200 Jahre ist das noch nicht mal alt und wir leben damit, als wenn es das schon immer gegeben hätte. Ich meine, seit meiner Geburt gibt es das ja auch und seit eurer Geburt gibt es das auch, aber im Grunde gibt es das noch gar nicht so lange, ne, und ich glaube auch gerade hier die Glühlampe, Glühbirne hat auch unglaublichen Beitrag zum Konsum beigetragen, also zu dieser Konsum- Wirtschaft. Die Menschen konnten dann nämlich lange aufbleiben, sie konnten auch in der Nacht noch was machen, mussten nicht irgendwie da mit den Kerzen immer rumhantieren und so weiter und so fort. Ui, ich hoffe, dass irgend so ein All-Stats-Up-Pilz wäre auch mal nicht schlecht hier irgendwo drin. Hat natürlich auch einiges verändert. Health Down. Nein, doch nicht eine Health Down-Pille, Alter! Verdammt! Das ist... Das war gar nicht gut.
Ja, hat auf jeden Fall auch einiges verändert, das elektrische Licht. So, jetzt sagen viele natürlich, der Konsum ist nicht gut. Und, beziehungsweise, ne, es ist immer so ein Schlachtruf. Konsumgesellschaft, scheiße. So, auf der anderen Seite konsumiert ihr ja hier gerade auch etwas, ne? Also, ich denke mal, man würde auch sagen, viele Menschen würden halt auch sagen, Konsum ist eine super Sache. Ich meine, Videos gucken, dies und das. Boah, was war das denn? Ach, da habe ich gerade den Tube-Shot gehabt. Ne, ist eine super Sache. Man kann dies machen, man kann das machen. Poison Touch, wird die jetzt irgendwie grün oder was? Ne, wird die nicht. Ja, gibt also verschiedene, viele Möglichkeiten. So, das Interessante, was ich am Konsum finde, ist die Auswirkung auf die Kommunikation mit anderen Menschen und die Beziehung zu anderen Menschen, beziehungsweise auch einfach, ja, Liebesbeziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaften. Welche Auswirkungen hat der Konsum auf diese Art von Miteinander? So, jetzt wird vielleicht der ein oder andere zunächst erst einmal sagen, ja, was soll, oh, was ist das denn, ist das Damage Up oder so? Tears plus Shot Speed Up, ja, das bringt mir jetzt nicht so wirklich was. Ich weiß nicht, ob da irgendwas von sinnvoll war. Pretty Fly. Ja, Health Down ist nicht so sinnvoll. Ach guck mal, jetzt kann ich hier durchgehen. Ja, nee, ich glaube, das war nicht beides nicht so der Burner. Wie soll das denn Auswirkungen jetzt irgendwie haben? Und da kommen nämlich jetzt die Otakus ins Spiel. Ja, die Otakus. Als Otaku wird bezeichnet. Also, das ist ein schwieriger Begriff auf einer XL-Ebene. Die mag ich ja eigentlich nicht so. Es ist ein sehr schwieriger Begriff. Kann man eigentlich so, kann man eigentlich sagen, es ist ein sehr schwieriger Begriff. Im Grunde werden Leute bezeichnet, die sehr stark irgendetwas konsumieren. Also eine Sache. Die eine Sache zum Gegenstand ihres Alltags machen, die wirklich sich nur darum kümmern. Also die extremste Form eines Fans. So könnte man das beinahe nennen, würde ich einfach mal sagen. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel Mega-Fan von irgendeinem Anime seid oder an irgendeiner Anime-Figur und wirklich, ihr steht morgens auf, schaut dieses Poster an von dieser Anime-Figur und denkt euch, oh, boah, geil, der Tag fängt schon gut an, wenn ich die sehe. Ja, und alles sammelt zu der zu dieser Figur oder zu dem Anime, zu der Serie. Wenn ihr alles darüber wissen wollt, wenn ihr auf Conventions geht, wenn ihr im Internet alles dazu sammelt. Sammeln ist auch ganz wichtig, die Sammelleidenschaft des Otakus. Er sammelt wirklich alles zu seinem Gegenstand, zu seiner Leidenschaft. Ja, und das wird halt so als Otaku bezeichnet. Und der Diskurs, der da früher geführt worden ist, der war halt recht pathologisch. Da wurde immer gesagt, die Otakus, die konsumieren vorwiegend Anime und Manga, Games. Also vorwiegend wurde das halt in der Populärkultur so angesiedelt, dass die sowas konsumieren. Und wurde halt immer gesagt, irgendwie, die sind krank da, ne? So Freud wurde da auch oft angeführt, die haben irgendein psychisches Problem. Das kann einfach nicht normal sein, dass die nur den ganzen Tag da sitzen und irgendwelche Animes, Mangas oder sonst irgendwas konsumieren und sammeln wie die Bekloppten, ja? Ja, das hat man früher gesagt. Heute geht... Ach so, stimmt, brauchte ich ja gar nicht. Ich hätte ja einfach durchrennen können, ich hampel. Vergessen. Ach, was mache ich denn da überhaupt? Ich brauche doch da auch gar nicht hin. Heute ist es ein bisschen anders, sage ich mal. Der Diskurs hat auch jetzt so eine andere Richtung, in dem gesagt wird, ja, das ist vielleicht auch medientheoretisch interessant, denn wie konsumieren die Otakus denn bestimmte Medien? Also, wie konsumieren die jetzt ein Video? Wie konsumieren die einen Film? Wie konsumieren die irgendwie, ja, ihre Sachen da, die sie konsumieren? Und das finde ich auch sehr interessant. Wie wird konsumiert einfach? Ja. Aber was eben so das Hauptmerkmal ist, ist halt ein extremer Medienkonsum. Genau, Medienkonsum, so heißt das Ganze auch. Ein extremer Medienkonsum. Das ist eben so das Hauptmerkmal eines Otakus auch. Ne? Oder eines. Also es gibt auch zum Beispiel sowas wie Train-Otakus, die sammeln dann Züge und gehen, wenn irgendwo in Deutschland jetzt ein berühmter Zug fahren würde, das ist ja oft so bei Schiffen, irgendwie wenn die Queen Mary wieder in Hamburg ist oder so, dann gehen die Leute dahin, machen Fotos, also der Train-Otaku oder der Schiff-Otaku würde sowas halt auch machen, der würde überall hinfahren, wo dann dieses Schiff ist oder wenn seltene Schiffe zu sehen sind, dann holt er die oder er baut die danach, Modell
Eisenbahnen, Otakus und so gibt's auch alles. Ja, also da gibt's wirklich die verschiedensten Formen. Man kann mit allem ein Otaku sein. Muss jetzt nicht nur japanische Populärkultur sein, heißt Anime oder so, sondern das kann wirklich in allen möglichen verschiedenen Ausprägungen und mit allen möglichen verschiedenen Dingen passieren und sein. Ah, das ist nice. Das ist ein schönes Item, finde ich. Ah, nice. Und noch ein blaues Herz. Ach ja, guck mal, ihn haben wir ja auch noch. Stirbt er jetzt, wenn ich... Ne. Ja. Okay, also. Das soweit zur Vorgeschichte. Wir haben einen extremen Medienkonsum. So, und jetzt gibt es eben diese wunderbare Theorie von Asuma. Die habe ich vielleicht auch schon ein bisschen erzählt. Beziehungsweise wird gesagt, der Otaku, der konsumiert die Medien auf eine... Ah, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die 5 macht. Ich möchte aber nicht das Risiko eingehen, dass all meine Items revolt werden, denn ich finde, ich habe gute Items. Deswegen lieber nicht. Ja, da wird gesagt, der Otaku konsumiert auf eine ganz bestimmte Art und Weise zum Beispiel Anime und Manga. Und zwar ist so eine Theorie ist das. Also es gibt verschiedene Theorien, aber eine Theorie, die sich auch ganz gut hält und die auch viel zitiert wird im wissenschaftlichen Rahmen, ist eben die, dass der Otaku Anime-Figuren und Manga-Figuren, ja, wirklich... Oh, mein Gott. Boah, ich habe gerade gedacht irgendwie, ich habe voll den Hall. Boah, keine Ahnung, was da gerade mit meinem Kopf los war. So, das ist doch jetzt ein Laser, oder? Was passiert denn, wenn ich... Ich probiere es einfach mal aus. Habe ich jetzt noch einen Laser? Oh ja, das ist natürlich geil. Jetzt habe ich noch einen Laser zusätzlich zu meiner Kugel. Das ist nett. Was wollte ich sagen? Genau, der konsumiert, und jetzt kommt das Interessante, was ich finde. Der konsumiert diese Anime-Figuren. Also nur die Figuren. Früher soll er die Geschichte hinter einem Anime zum Beispiel, da soll die Geschichte für ihn interessant gewesen sein. Heute aber soll nicht mehr unbedingt die Geschichte hinter einem Anime interessant sein, sondern im Grunde nur noch die Figuren. Ja, also meinetwegen, was ist denn ein gutes Beispiel? Bei Sailor Moon, ja. Bei Sailor Moon ist jetzt nicht mehr irgendwie interessant. Ist jetzt nicht mehr die Geschichte interessant, dass die da... Also mal bei Sailor Moon, da weiß ich, war die Geschichte jemals interessant? Ich weiß es nicht. Ja, es ist jetzt nicht mehr interessant irgendwie, dass die Gegner böse kämpfen und was man da vielleicht moralisch irgendwie für Kinder rausholen kann oder so. Nein, sondern da ist jetzt diese Sailor Merkur, die Sailor Mars und Sailor Moon und alle, die sind vom Outfit her als wie soll man das jetzt nennen? Als Lustobjekt kann man das vielleicht nennen? Als Lustobjekt. Deswegen sind die interessant für den Otaku, für den Menschen. Ja, und er konsumiert eben nur noch diese Figuren, kauft sich dann so Pappaufsteller und diese Hartgummifiguren oder wie nennt man die denn? Diese normalen, diese auch, die es von Steiff gibt, die Figuren. Wie nennt man die denn eigentlich? Einfach Figuren? Nee. Keine Ahnung, diese Figuren auf jeden Fall, diese aus Plastik geschaffenen Figuren da, die man halt sammeln kann, so Sammelfiguren und so, sowas sammelt er dann. Und das reicht ihm. Also es geht dann so weit, dass gesagt wird, es wird so konsumiert, dass er mit diesen in Austausch tritt. Ja, er kommuniziert mit denen. Ja, und deswegen ist auch die Theorie, dass durch diesen Konsum, oberflächlichen Konsum von eben diesen Figuren, das Sozialleben des Otakus stark in den Hintergrund tritt. Also für ihn gar nicht mehr wichtig ist in dem Sinne. Sozialleben, eine Beziehung zu einer Frau oder zu einem Mann ist ihm egal, das braucht er nicht. Ja, denn er befriedigt all seine Bedürfnisse über den Konsum von bestimmten Anime-Figuren. So, das ist die Theorie und das finde ich sehr interessant. Da dieses Phänomen, also wie gesagt, das Phänomen des Otakus ist durchaus zu beobachten in Japan, ne, und auch in anderen, also in Deutschland zum Beispiel. Ich kriege auch immer viele Leute mit, die dann eben auf Conventions oder so voll abgehen und alles von bestimmten Figuren sammeln und vollkommen abdrehen sozusagen und gar nicht mehr mit ihrem Leben klarkommen und brauchen diese Figur und kaufen für hunderte von Euros irgendwelche Plastikfiguren. Ja, ich denke mir, hey, warum macht man denn sowas? Ja.
und die dann auch wirklich vorwiegend alleine leben, die irgendwie sagen, nee, ich brauche keine Freundin, ich brauche keinen Freund, warum soll ich das haben, ich habe doch hier meine Figur XY oder so, oder das reicht mir, wenn ich zocken kann oder so. Ja, also das, da habe ich durchaus schon wirklich Leute getroffen, die das so handhaben. Und das hat mich halt sehr interessiert, weil der Konsum von Dingen im Grunde dann zu sowas führen kann. Im Übrigen ist das nicht nur so, sagt Asuma, also der Theoretiker, dass man das auf Anime und Manga jetzt, also in diesem japanischen Segment oder Otaku-Segment in Populärkultur, genau, ne, in diesem Segment ansiedeln kann, sondern er sagt, dass diese Art von Konsum auch durchaus in der Musik auftritt. Ja, die Musik ist dann auch, da zählt nicht mehr, was für ein Text ist, sondern die Melodie zählt im Grunde nur noch irgendwas Zusammengewürfeltes. Der Text ist oft der größte Schrott oder das, was dahinter steht. Der Autor hat sich eigentlich gar nicht mehr wirklich was dabei gedacht. Bei der Musik zählt dann auch oft, sage ich mal, die Person, die singt, viel mehr als wirklich Gesangstalent oder sonst irgendwas mehr, also die Vermarktung. Dann wird da meinetwegen eine Taylor Swift oder wie sie heißt, wird konsumiert, einfach nicht, also die Musik von ihr wird vielleicht nicht unbedingt konsumiert wegen weil sie jetzt so die größte und tollste Sängerin auf der Welt ist, sondern vielleicht auch einfach deswegen, weil sie gut aussieht, was weiß ich, ja. All sowas spielt dann damit rein und im Grunde ein total oberflächlicher Konsum, der da passiert. Ja, und eben die Theorie, dass das soziale Leben dadurch stark eingeschränkt wird. Die Kommunikation zu anderen Leuten auch. Wird dann gesagt, auch dass diese Leute nicht mehr so wirklich in der Lage sind, sich mit anderen Leuten ja auszutauschen, sage ich mal. Dass sie nicht mehr so in der... Ja, warum trifft mich denn da die Olle? Ja. So. Evil Range Shot Speed Up. Okay. Oh. Ah, Guppies Tail. Jetzt fehlt nur noch ein Guppy-Item, dann bin ich Guppy zum ersten Mal. Boah, hätte ich die Hand mal mitgenommen. Aber vielleicht wäre ich dann schon tot, weil ich verkackt hätte. Ich weiß nicht. Oh. Ja, heute ist wieder ein schwieriges Thema, das mit dem Konsum, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall lässt sich diese Tendenz beobachten. Und was ich zum Beispiel auch beobachten kann, aus 5 Jahre langer Let's Player-Erfahrung oder was ich einfach behaupte, beobachtet zu haben, ist, dass das auf YouTube auch ganz oft passiert. Dass also viele Leute, habe ich zumindest so das Gefühl, halt sehr viel Zeit im Internet verbringen, sehr viele Videos konsumieren. Natürlich hat man jetzt hier nicht unbedingt so den... hier den Vergleich, dass da irgendjemand irgendwelche Let's Player-Figuren konsumiert oder in dem Sinne jetzt so, weil die so gut aussehen oder so. Vielleicht gibt es das auch, dass Leute irgendwie, oder beziehungsweise könnte ich mir gut vorstellen, dass Leute in einem Dena oder so hinterherrennen, weil sie finden, dass er gut aussieht. Mit Sicherheit, wahrscheinlich. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber... Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Aber ich sag mal, da ist jetzt natürlich nicht so, dass die Let's Player da oft irgendwie aufreizend angezogen sind und sich dann in die Videos stellen. Also klar, da gibt es auch welche, die das machen, aber das ist ja eher verpönt, sag ich mal, in der Szene. So, oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall gibt es aber dieses Phänomen. Und mich interessiert das total, weil ich bin halt, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch, habt ihr schon immer mitgekriegt, ich bin total dieser Kommunikations- Mensch irgendwie so, also ich... Oh mein Gott. Oh oh. Noch ein Treffer und ich bin down. Nein! Au! Verdammt. Ja, es war auch nicht einfach. Ah, schade, Leute. Ich bin einfach so schlecht. Habe ich jetzt eigentlich minus 2? Ja, ich habe eine Winstreak von minus 2. Oh mein Gott, ey, ist das schlecht. Ja, was willst du tun? Okay, ich glaube, ich nehme noch ein Part auf. Ich habe nämlich gerade Lust aufzunehmen ein bisschen. Aber, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, erstmal so oberflächlich mit dem Konsum. Wir werden dann bestimmt in anderen Parts auch noch ein bisschen, werde ich noch näher drauf eingehen. Wir haben heute erstmal so ein bisschen die Grundlage gelegt. Auf jeden Fall, ich bin immer voll so dieser Kommunikationsmensch und ich finde Kommunikation sehr wichtig und ich finde Face-to-Face-Kommunikation sehr wichtig und ich habe halt auch das
Gefühl, dass das immer mehr abnimmt, dass immer weniger Leute irgendwie in der Lage sind, eine Face-to-Face-Kommunikation aufrechtzuerhalten oder die überhaupt einzugehen, beziehungsweise wollen viele die auch, glaube ich, gar nicht mehr eingehen. Und das ist halt so eine Sache, die mir während meiner YouTube-Zeit auch ganz stark aufgefallen ist, dass man auf viele Leute trifft, die eben sehr zurückgezogen zu leben scheinen, sehr viel auch konsumieren, die ein Spezialwissen in Games, in Animes, in wirklich in Serien, in Filmen haben, von dem ich mir denke, mein Gott, man muss sein Leben nichts anderes gemacht haben, um diesen Grad an Spezialwissen irgendwie zu erreichen, und die wirklich total viel konsumieren. Jetzt natürlich eine Grundfrage irgendwie, wann konsumiert man denn nicht? Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass wenn man etwas mit Freunden macht, dann konsumiert man vielleicht auch, wenn man zusammen einen Film guckt oder so, ja? Aber diese soziale also ich finde Konsum per se nicht schlecht. Ich finde Konsum ist eine tolle Sache. Wir profitieren alle, wir alle konsumieren gerne, glaube ich. Ja, und ich finde es auch eine gute Sache. Also jetzt hier zu sitzen am PC und mir einen Film auf Japanisch anzugucken, mein Gott, ist so eine absolut super Sache. Ja, das könnte ich sonst nicht machen. Nie ist es so einfach gewesen, eine andere Sprache zu lernen, wie durch dieses Zeitalter des PCs. Und auch diesen Konsumzwang, weil eben die Leute japanische Filme oder Filme in anderen Sprachen hochladen, ja, auf YouTube oder sonst wo, ja, die stellen das zur Verfügung, weil die wissen, dass andere das konsumieren, ne, und weil die wahrscheinlich selbst auch Geld damit machen wollen, das ist einmal, aber warum wollen die denn Geld machen, um wieder was zu kaufen, was sie konsumieren können, also da schließt sich der Kreis vielleicht wieder so ein bisschen, ne. Aber ich denke halt, dass die soziale Komponente auf keinen Fall verloren gehen sollte, ne, und da ist vielleicht Japan auch so ein bisschen ein interessantes Land einfach für, weil sie auf der einen Seite eben sehr, sehr technologisiert sind. Die Japaner sind, was Handys angeht, ganz schlimm, ja, also die hängen eigentlich, also was man so hört und was ich teilweise auch so miterlebe, die sind total oft mit dem Handy unterwegs, schreiben da irgendwem oder machen irgendwas, also es ist schon eine Kommunikation vorhanden, aber oft halt nicht in der realen Welt, sondern eher mit Text-Message-Austausch, vielleicht auch im TS oder so. Ja, aber nicht so, dass man sagt, man trifft sich und macht was zusammen, und es scheint wirklich viele Jugendliche in Japan oder viele so um Mitte 20 oder so gehen halt auch irgendwie dazu über, alleine zu leben, weil sie sagen, ich brauche keinen Freund, ich brauche keine Freundin irgendwie, ich finde eh keinen, der so auf mich passt, dass das wirklich gut gehen kann oder so. Und das ist halt irgendwie schon eine interessante Entwicklung, finde ich. Und man muss sich auch fragen, warum ist das denn so? Weil ich glaube, dass es das früher so nicht hätte geben können. Denn früher wäre man dann wirklich vereinsamt. Stellt euch vor, Zeit, wo es die Glühbirne noch nicht gab, ja, was machst du denn? Du gehst dann schlafen, wenn es dunkel ist. Ja, und was machst du am Tag? Du musst ja auch irgendwie arbeiten, und da kannst du aber nicht irgendwie von zu Hause aus mit einem PC arbeiten. Sowas gibt es nicht. Das heißt, du musst rausgehen und irgendwie Arbeit verrichten, und dann trifft man auch eigentlich zwangsläufig auf Leute. Was hast du abends gemacht irgendwie? Dich vielleicht mit einer Kerze oder bis zum Abendgrauen in eine Kneipe irgendwie gesetzt und ein bisschen Gesellschaft gehabt, geredet oder dich mit anderen Leuten ausgetauscht oder was unternommen oder so. Ne? Also ich weiß nicht, wie es da war, weil ich habe da nicht gelebt, aber ich meine, was hätte man denn sonst machen sollen? Es gab ja nicht viel mehr da. Ja, es gab ja nicht viel Möglichkeiten. Das, was ich jetzt gerade mache, hier sitzen und aufzunehmen, die Möglichkeit gab es nicht. Und wenn man selbst mal den Selbstversuch macht und sich sagt, ich schneide mir für eine Woche das Internet ab, ja, oder schmeiß den PC für eine Woche raus, ihr beobachtet euch mal, was ihr macht. Ihr macht ganz andere Dinge auf einmal. Ihr kommt auf ganz andere Ideen, auf die ihr nie gekommen wärt, wenn ihr das Internet gehabt hättet, ja. Und man macht einfach ganz andere Sachen, und die Sozialität ist da schon mit eingebunden. Aber Japan ist aus dem Grunde eben auch interessant, weil sie durch das Schulsystem und das Unisystem und gerade auch das Arbeitssystem doch noch einen sehr gemeinschaftlichen Verbund haben. Also in der Arbeit wird abends oft trinken gegangen, zumindest früher, so vor ein paar Jahren, 10, 20 Jahren, vor 20 Jahren noch verstärkt auch, war eben die Arbeit die zweite Familie. Da hat man immer was mitgemacht mit den Arbeitskollegen, und auch in der Uni wird viel gemacht, es gibt viele Zirkel, es gibt viele so AGs und Clubs und so weiter und so fort, wo man sich trifft, zusammen Sport macht und so weiter und so fort, aber auf der anderen Seite eben eine hohe Technologisierung hat und viel eben auch auf so Text-Message-Kommunikation übergeht. Ich habe zum Beispiel mit einem gesprochen, der in einer japanischen Firma arbeitet, der sagt, dass wenn er junge Leute hat, also der war jetzt Mitte 30, auch noch nicht so alt, aber wenn er mit jungen Leuten spricht oder so, hat er teilweise in Japan das Gefühl, dass die gar nicht mehr wissen, wie man face-to-face kommuniziert, und dass die auch Angst haben, irgendwie mit einem zu sprechen. Er sagt, teilweise wichtige Nachrichten
werden ihm dann über E-Mail geschickt und er sagt, nein, über solche Themen, da möchte ich nicht in der E-Mail drüber sprechen, da möchte ich persönlich drüber sprechen. Da haben dann aber junge Leute teilweise Probleme mit. Ja, und wie gesagt, es ist auch so ein bisschen das, was ich beobachtet habe in meinen 5 Jahren YouTube, dass halt auch irgendwie Leute sagen, ich brauche nicht rausgehen, ich zock lieber oder so, ne? Und für mich ist das sehr interessant, weil ich möchte verstehen, wie die Dynamiken sind, warum das so ist. Und ich selbst habe ja auch teilweise viel Zeit drinnen verbracht, aber auch viel Zeit draußen. Und ja, das ist eben so mein Gebiet. Und der Konsum spielt da halt eben eine sehr große Rolle, da man, glaube ich, oder da es Leute gibt, die teilweise es schaffen, ja, durch den Konsum all ihre Bedürfnisse, die sie haben, zu befriedigen. Ja, die vielleicht ihr sexuelles Bedürfnis oder sonst was durch den Konsum von Anime-Figuren befriedigen. Das klingt vollkommen absurd und das kann man sich nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber es gibt Leute, die scheinen das so zu machen. Ja. Und das ist eben, ich finde, das kann man nicht immer abtun und sagen, ja, das sind halt Gestörte oder so, sondern ich denke, das ist durchaus ein interessantes Gebiet, mit dem man sich beschäftigen muss, vor allem vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren es ja eher mehr Technik als weniger Technik geben wird. Und immer mehr Leute wohl mit der Technik aufwachsen. Wenn ich höre, oder wenn ich jetzt, letztens war das irgendwann, da gehe ich auf der Straße entlang an Geschäften und da ist dann irgendwie so ein kleines Kind, weiß ich nicht, 4 Jahre, irgendwie an der Hand von der Mutter und sagt, Mama, ich brauche eine neue Tastatur, die von meinem Tablet ist kaputt. Ja, und ich denke, was? In dem Alter hat er ein eigenes Tablet mit Tastatur oder was? Was ist denn mit ihm? Ja, was ist denn mit den Eltern? Aber es ist so, es findet ein Wandel statt. Die Technik wird von Geburt an in das Leben eines Menschen integriert. Und deswegen wird der Mensch auch eine neue Umgangsform mit der Technik entwickeln. Ja, weil er es gar nicht mehr anders kennt. Und ich finde, da sollte man drüber nachdenken. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Und ja, insofern war es das von mir heute erstmal. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.